Willkommen zu einer neuen Folge von Emotions Insider. Der Bereich Brandschutz begleitet uns täglich, auch wenn wir ihn vielleicht nicht immer gleich sehen. Die über 1600 Mitarbeitenden der SVT-Unternehmensgruppe nennen sich selbst Team Lebensschützen und das aus gutem Grund, denn sie sorgen an 60 nationalen und internationalen Standorten dafür, dass Werte vor Bränden bestmöglich geschützt und Schäden schnell saniert werden. Sascha Zuter ist im Recruiting-Bereich bei SVT tätig und wird uns heute hinter die Kulissen mitnehmen. Welche unglaubliche Anzahl an Produkten SVT anbietet, wo die überall verbaut werden und welche spannenden Jobs sich daraus ergeben, das und mehr erfahren wir jetzt. Ich bin Mario Polster, schön, dass ihr dabei seid. Hallo Sascha, schön, dass du heute da bist, ich freue mich. Ja, ich freue mich auch riesig, dass ich bei euch dabei sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Du wirst uns heute einen Einblick geben in das Unternehmen SVT. Was ihr genau macht, das wirst du uns gleich erläutern. Vielleicht stellst du dich davor mal ganz kurz vor und erzählst uns ein bisschen mehr über deinen Job. Ja klar, sehr gern. Ich bin Sascha und vor circa 2 Monaten hier bei der SVT als Senior Recruiter gestartet. Mhm. Derzeit entwickle ich mich weiter zum Head of Recruiting intern. Das bedeutet, ich übernehme sukzessive die Führungsthemen für unser derzeit 5-köpfiges Team. Mhm. Uns obliegt die Rekrutierung von Fach- und Führungskräften für die unterschiedlichen Unternehmen innerhalb der Gruppe, also wirklich national und international, kann man sagen. Wir unterstützen unsere Teams, indem wir eben genau die passenden Menschen für SVT gewinnen, die eben in jeder Hinsicht beraten, den Fachbereich. Wir setzen dabei aber nicht rein auf den CV, sondern wir gucken wirklich auf den Menschen dahinter. Mhm. Ne? Ganz wichtig zu sagen, deshalb, auch wenn nicht alles passt in der Stellenausschreibung im ersten Ansatz, wir möchten die Leute trotzdem kennenlernen und nicht nur, was auf dem CV steht eben. Mhm. So wichtig wie uns das ist, die Menschen und die Persönlichkeiten hinter dem CV kennenzulernen, genauso wichtig ist es der Peer Group auch uns kennenzulernen und auch nah an uns am Unternehmen eben dran zu sein. Ne? Mhm. Das erreichen wir zum Beispiel durch enges Talent Relationship Management, verschiedene Personalmarketing-Maßnahmen oder eben Social-Media-Kampagnen wie Messen oder auch dieser Podcast hier, ne? Ganz klar. Und für mich bedeutet der Job oder Recruiting vor allem aber auch Freude, weil man hat immer mit den unterschiedlichsten Menschen zu tun im Laufe der Recruiting-Schritte aus allen Winkeln Europas und der Welt und führt wirklich wertvolle Gespräche. Also selbst wenn es da mal nicht zu einer Zusammenarbeit kommt, ergeben sich an der anderen Stelle dann wieder wertvolle Synergien und Learnings. Ne? Und das ist mein Job. Vielfältig. Ja. Ja, das klingt auch so. Und sehr, sehr vielfältig ist auch euer gesamtes Tätigkeitsfeld. Der Überbegriff ist ja passiver Brandschutz. Was bedeutet das genau und wie schützt SVT konkret Leben? Also bei Brandschutz denkt man ja oftmals eher an Feuerlöscher, Sprinkleranlagen. Mhm. Das zählt allerdings zum aktiven Brandschutz. Ne? Das machen wir nicht. Also der würde sich auf das Erkennen und Löschen eines Brandes beziehen. Der passive Brandschutz, wie wir ihn umsetzen, setzt vorher an. Mhm. Ne? Also ist vorbeugend. Unsere Konzepte, Brandschutzprodukte und Systeme verhindern eben wirksam die Ausbreitung eines Brandes. So haben Feuerwehr, Rettungskräfte eben wertvolle Zeit, um die Menschen aus Gebäuden, Zügen, Schiffen, wie auch immer, zu evakuieren. Überall da sind eben auch unsere Produkte vertreten. Zum Beispiel gehören zu unseren Produkten Brandschutzbeschichtungen und verschiedene Arten von Abschottungssystemen mit intumescierendem Material, so heißt das, ist mein neues Lieblingswort. Das heißt, wenn große Hitze entsteht, schäumt bzw. dehnt sich dann ein Material aus und schottet alles ab. Und so verhindert das natürlich, dass der Rauch weiterzieht oder verhindert eben auch, dass der Brand sich ausweitet. Ne? Und so schützen wir eben Leben jeden Tag. Und vielen Leuten ist das gar nicht bewusst, da man unsere Produkte eben oftmals auch nicht sieht, da sie eben hinter Wänden, wie auch immer, verbaut sind. Ne? Und inzwischen haben wir sage und schreibe an die 5000 Produkte im Portfolio, die tatsächlich weltweit im Einsatz sind. Ja, nicht schlecht. Also 5000 Produkte ist schon eine ganze Menge und die wollen natürlich auch verbaut werden. In welchen Bereichen seid ihr dann da so im Einsatz? Ich kann mir vorstellen, das geht weit über das klassische Bürogebäude hinaus, oder? Ja, absolut. Man muss dazu sagen, also uns gibt es ja auch schon seit über 50 Jahren. Ne? Mhm. Also bieten Dienstleistungen rund um den passiven Brandschutz an. Dazu kommt eben auch noch die Schadensanierung. Bedeutet eben auch, dass wenn jetzt wirklich Brand entstanden ist oder Wasserschäden, das eben professionell wieder zu sanieren und in den Ursprungszustand eben zurückzuversetzen. Unsere passiven Brandschutzprodukte und Dienstleistungen
kommen, wie du sagst, ja, in unterschiedlichsten Bereichen zum Einsatz, ne? Also ob das jetzt Hoch- und Industriebau ist, Infrastruktur generell, Energie, Luftfahrt, Schienenfahrzeuge, Brandschutztüren, Batterien, ne? Also Batterien ist ja gerade irgendwie en vogue auch das Thema, wenn man jetzt so an das Thema E-Mobility denkt. Und das Stichwort Battery Safety, also das wird ja wirklich immer anspruchsvoller, wenn so eine Autobatterie oder die Akkus erstmal anfangen zu brennen, dann hören sie ja so einfach auch nicht mehr auf zu brennen. Und da ist es eben umso wichtiger, so innovative Produkte zu schaffen. Es gibt ja auch immer mehr neuere Entwicklungen auf dem Markt. Und so sind wir natürlich auch immer dabei, ja, mit unseren Produkten sozusagen passende Lösungen zum Schutz der Leute zu bieten, ne? Also es ist natürlich auch immer wichtig, dass man da am Puls der Zeit bleibt und wie du schon gesagt hast, macht ihr das ja auch. Vielleicht, wenn wir jetzt auf eure Jobs mal eingehen, Stichwort Vielseitigkeit, wo viel zu tun ist, da gibt es natürlich auch viele verschiedene Jobs. Was habt ihr denn da so im Angebot? Also erstmal, du hast es schon gesagt, wir sind echt ein vielseitiges Unternehmen. Deshalb gibt es bei uns natürlich auch eine große Range an Jobmöglichkeiten, also sowohl national als auch international, ne? Und da ist wirklich tatsächlich alles dabei, ne? Eine große Bandbreite an Tätigkeiten, die einfach Menschen verschiedenster Expertisen spannende Entwicklungsmöglichkeiten bieten, und da auch immer die Möglichkeit bieten, sich innerhalb des Unternehmens weiterzuentwickeln. Wie erwähnt, ja, sind wir im passiven Brandschutz tätig. Das heißt, ein großer Schwerpunktbereich wäre zum Beispiel die Baustelle natürlich, ne? Also die Brandschutzprodukte müssen natürlich auch irgendwie verbaut werden. Da sind beispielsweise typische Berufsbilder der Bauleiter, ja? Projektleiter, sowohl im Brandschutz als auch im Bereich der Brand- und Wasserschäden, wenn man jetzt die Sanierung betrachtet. Beispielsweise suchen wir da auch Monteure, Techniker. Also da gibt es wirklich eine ganz, ganz große Range. Ne? Im Idealfall kann man sagen, für diesen Bereich verfügen die Bewerber über Baustellenerfahrung tatsächlich auch, haben eine handwerkliche Ausbildung mal genossen, eine Weiterbildung zum Techniker gemacht oder Meister. Aber man muss auch sagen, gerne berücksichtigen wir eben auch für bestimmte Tätigkeiten einfach Quereinsteiger mit handwerklichem Geschick. Also gerade, wenn man sich so die Stellenanzeigen mal näher betrachtet, ne? Leute, scheut euch nicht, euch zu bewerben, auch wenn mal ein Aspekt nicht sofort auf euch zutrifft. Lasst uns da wirklich sprechen. Ganz wichtig nochmal zu erwähnen. Neben der Baustelle, also neben dem Bereich Bau, Handwerk sozusagen, ist natürlich auch noch ein großer Teil das Labor, also Forschung und Entwicklung. Ich erzählte ja, wir haben um die 5000 Produkte ja tatsächlich im Einsatz. Und wir wollen natürlich auch kontinuierlich diese Produkte verbessern, auch die ein oder andere Innovation im Bereich Brandschutz eben hervorbringen. Und deshalb ist das eben auch noch ein weiterer großer Bereich, den wir eben haben. Wir haben Produktion an verschiedenen Standorten in Deutschland, tatsächlich auch international. Typisch wäre da zum Beispiel der Chemiker. Aber wir haben eben auch Jobs darüber hinaus, ne? Also IT-Jobs beispielsweise, sehr interessante Sales-Jobs national und international. Beispielsweise gründen wir jetzt eine neue Entity in Dubai, die natürlich auch größer werden soll. Also es ist wirklich ein spannendes Tätigkeitsfeld, auch für mich als Recruiter und eben als Externer hat man echt die Chance, in verschiedensten Bereichen hier Fuß zu fassen und sich eben auch noch weiterzuentwickeln. Ja, das klingt super und ich fand es sehr schön, dass du Quereinsteiger auch wirklich angesprochen hast, weil das ist ja halt wirklich oft das Problem, ne? Dass man dann irgendwie, ah gut, ich habe die Ausbildung nicht, ich habe das nicht und so. Das kann man ja durchaus alles auch noch im Nachhinein machen und da legt euer Unternehmen ja auch großen Wert darauf, wie du gerade schon erwähnt hast. Stichwort interne Weiterentwicklung. Wie kann man sich die denn konkret vorstellen? Das ist bei uns mega wichtig. Gerade über die letzten Jahre ist eben auch die Personalentwicklung bei uns stark gewachsen. Wir haben verschiedene Formate ins Leben gerufen, weil wir wollen natürlich auch dafür sorgen, auf der einen Seite, dass uns natürlich wertvolle Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen erhalten bleiben, um unsere Innovationskraft langfristig zu sichern. Legen wir aber auch bei der SVT viel Wert auf die Weiterbildung. Wir unterstützen auch standortübergreifende Weiterentwicklungen, sodass wir eben jedem langfristig ein attraktives Arbeitsumfeld eben auch bieten können, ne? Wir bieten in dem Zuge viele interne, externe Schulungen über verschiedene Formate tatsächlich, regelmäßige Mitarbeiterveranstaltungen der SVT. Das sorgt natürlich auch nochmal dafür, dass die Leute eben connected sind. Ein Tool zum Beispiel, was wir für die Weiterentwicklung nutzen, ist unsere eigene SVT Academy als Entwicklungstool. Darunter kann man sich vorstellen, eine digitale Lernplattform, die man dort findet und sofort verfügbare E-Learnings,
die man sich tatsächlich jederzeit angucken kann, wenn man das Bedürfnis hat, sich in dem einen oder anderen Feld eben weiterzuentwickeln. Da haben wir einen großen Katalog eben an E-Learnings, die man wählen kann, sowohl bezogen auf die Persönlichkeitsentwicklung als auch auf die fachliche Entwicklung oder eben auch langfristige Lernprogramme. Talentschmiede zum Beispiel ist ein Entwicklungsprogramm, was besonders engagierten Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen eben die Möglichkeit bietet, sich ja über den eigentlichen Berufsalltag hinaus, kann man sagen, in bestimmten Themengebieten wie Selbstreflexion oder Arbeitsorganisation, Kommunikation, Präsentation eben weiterzuentwickeln. Mhm. Und das Programm dient natürlich auch dazu, sich mit Kollegen innerhalb der Gruppe einfach zu vernetzen und auszutauschen. Da haben wir ganz viele Formate. Beispielsweise gibt es Live-Onboardings, dass man sich tatsächlich mal die Produktionsstätten anschaut und mit den anderen Kollegen und Kolleginnen dann vor Ort netzwerken kann. Mhm. Ne? Also du siehst, wir haben da schon ein weites Portfolio an internen, externen Schulungen, online oder Präsenz, findest du bei uns alles. Ja, Wahnsinn. Also muss man wirklich sagen, das ist schon eine Menge, was ihr da anbietet. Da kann sich wirklich jeder ja, gut aufgehoben fühlen sozusagen. Und ja, macht auf jeden Fall Bock, alleine jetzt vom Zuhören. Wenn sich jetzt schon jemand angesprochen fühlt, ja, hier und sich denkt, ich möchte auch hier ein Teil von diesem großen Ganzen sein und mit anpacken. Was sind denn typische Eigenschaften, die jemand auf jeden Fall mitbringen muss, um bei euch ins Team zu passen? Also auf jeden Fall möchte ich mal vorwegnehmen, setzen wir natürlich auf Vielfalt im Unternehmen. Ne? Also Thema Diversity ist uns eben ganz wichtig. Mhm. Und dass Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ihre ganz eigenen fachlichen, persönlichen Fähigkeiten und Erfahrungen eben einbringen ins Unternehmen. Ne? Auch von außen immer diesen frischen Wind reinzubringen. Mhm. Also da sind wir wirklich ganz, ganz offen. Die Leute müssen halt Lust haben, mitzugestalten und ihre eigenen Ideen auch mit einzubringen. Ne? Aber man muss eben auch sagen, dass wir fest davon überzeugt sind, dass ein starkes Wir das Fundament bildet unserer erfolgreichen Arbeit einfach. Mhm. Deshalb suchen wir Teamplayer, die eben Leidenschaft, wie schon gesagt, Neugier mitbringen für das, was sie tun und ja, mit dem Rest des Teams vor allem auch an einem Strang ziehen. Ne? Und wichtig ist natürlich auch noch ein respektvoller Umgang miteinander. Ne? Also wir begegnen uns wirklich auf Augenhöhe. Da spielt es auch keine Rolle, ob es jetzt irgendwie ein Junior ist oder der CEO oder CFO ist. Also wir sind einfach offen für Ideen des anderen und es zählt die beste Idee und nicht von wem sie kommt. Mhm. Ne? Und das erwarten wir auch von anderen Kolleginnen und Kollegen, die bei uns ins Unternehmen eintreten, dass sie eben auch dieses Mindset haben und einander wirklich auf Augenhöhe begegnen. Und ja. Was zählt sonst noch? Aufgeschlossenheit, offen neuen Entwicklungen gegenüber, sich einfach nicht von Neuem verschließen und wirklich Lust darauf haben, mit uns weiter in die Zukunft und vor allem erfolgreich in die Zukunft zu gehen. Ja, das klingt doch alles sehr, sehr rund und sehr harmonisch und ja, vor allem auch immer schön, wenn man sich natürlich einbringen kann und wenn das Wort von jedem gleich viel zählt. Wie ist das denn bei dir persönlich, wenn wir jetzt nochmal auf dich zurückkommen? Was ist denn dein Warum? Warum stehst du denn gerne morgens auf und ja, machst deinen Job gerne? Also das sind tatsächlich mehrere Aspekte, die da eben eine Rolle spielen. Also erstmal bin ich dankbar für mein Team. Ne? Also das hat mich erstmal ganz klasse aufgenommen. Mhm. Macht echt Spaß, mit der Truppe zusammenzuarbeiten. Also steckt wirklich Power, sage ich jetzt mal, Ideenreichtum da in jeder einzelnen Person. Man lernt einfach jeden Tag dazu. Mhm. Und ich bin mir sicher, dass wir zusammen noch echt gute Sachen auf die Beine stellen. Im Team kann man sagen, wachsen wir an unseren Herausforderungen, entwickeln uns stetig weiter. Das gilt einmal ja für das Recruiting-Team, aber natürlich auch darüber hinaus für die gesamte SVT. Und ich muss sagen, darum fahre ich jeden Tag gern zur Arbeit. Manchmal bin ich auch im Homeoffice, kann ich ja auch sagen. Aber ich muss sagen, der Job lebt eben davon, auch mit den Menschen zu tun zu haben und wirklich live vor Ort zu sein. Ne? Das macht mir Spaß. Mhm. Und dann spielt noch eine wichtige Rolle, das hatten wir auch schon mehrmals heute, das Thema Weiterbildung. Also das war tatsächlich auch ein Grund, warum ich mich für die SVT entschieden habe. Nämlich der Punkt, immer up to date zu sein, nicht stehen zu bleiben, mein Wissen aufrecht zu erhalten. Und die SVT ist halt wirklich mal ein Unternehmen, die machen es und reden nicht nur drüber. Und das ist mir wirklich ganz wichtig an einem Arbeitgeber. Und SVT gibt mir hier die Möglichkeit. Ne? Mhm. Und natürlich ist auch ein wichtiges Warum der positive Unternehmenszweck, weil mit unseren Produkten und Dienstleistungen schützen wir einfach das, was zählt, nämlich das Leben von Menschen, Gesundheit oder eben auch ihre Werte. Deshalb bezeichnen wir uns ja wirklich als das Team Leben schützen, das ja auch noch größer werden soll. Und ja,
Deshalb mache ich meine Arbeit jeden Tag gern. Ja, sehr schön. Also ich kann dir nur recht geben, ihr macht wirklich einen sehr, sehr wichtigen Job, der uns alle in irgendeiner Art und Weise jeden Tag schützt. Und wenn das Ganze dann auch noch Spaß macht, dann kann ich mir schon gut vorstellen, dass man da jeden Tag gerne zur Arbeit fährt. Und damit sage ich danke, lieber Sascha, für diesen tollen Einblick in das Unternehmen SVT. Es war auch für mich sehr, sehr interessant. Ich habe auch zum ersten Mal in meinem Leben gehört, was ein intermezzierendes Material ist. Also vielen Dank dafür. Und ja, wenn ihr euch angesprochen fühlt und auch Bock habt, im Team Leben schützen mit anzupacken und dabei zu sein, dann ja, nutzt eure Chance und bewerbt euch. Es gibt ja viele verschiedene Jobs ausgeschrieben. Vielleicht ist ja was Passendes dabei. Und wie schon erwähnt, es ist bei SVT auch immer der Mensch hinter dem Lebenslauf wichtiger als das, was draufsteht. Und das ist ja auch ganz wichtig zu erwähnen. Danke dir, Sascha, für deine Zeit und für diesen tollen Einblick. Mach's gut und alles Liebe. Ich bedanke mich auch. Hat mega Spaß gemacht. Mach's gut.